So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Tiefe Taschen. Wenn ihr meinen Kanal regelmäßig guckt, wisst ihr, dass ich Spiele mit einer richtig großen Interaktion, wo viel mehr zwischen den Spielern als auf dem Spielfeld passiert, wirklich richtig gerne mag. Und da gehört Tiefe Taschen auf jeden Fall zu. Man kann, glaube ich, nicht über Tiefe Taschen reden, ohne über Hunter zu reden. Denn das Grundkonzept ist das gleiche. Wir spielen korrupte Politiker, die Gelder verteilen. Und Hunter ist so ein bisschen quasi der Pate für dieses Spiel. Nur dass Hunter ist ja groß und aufgebläht und dauert ewig lange. Und viele Leute finden es super cool, weil damals war es halt auch ein gutes Spiel. Auch damals hatten die Leute halt auch nichts anderes in der Richtung. Und alles, was bei Hunter so das Drumherum ist und was nervt und was doof ist und so, wurde quasi rausgenommen. Und jetzt eben Tiefe Taschen bedient genau das gleiche Segment, dass wir uns halt irgendwie gegenseitig bedrohen, dass wir Gelder verteilen, darüber abstimmen, uns gegenseitig erpressen können und so weiter. Nur, dass es eben wirklich nur darauf beschränkt ist. Und das macht das Spiel richtig gut, weil nonstop Interaktion zwischen den Spielern ist. Und also mir hat das richtig gut gefallen. Also das ist auf jeden Fall bei mir so ein Top-100-Kandidat. Und ich habe mir das jetzt auch bestellt. Ich habe es vom Kumpel gespielt, mir jetzt auch ausgeliehen. Und das kommt dann hoffentlich nächste Woche. Und ja, also wie gesagt, wir haben einen Spieleabend gefilmt. Ich erkläre das Spiel quasi, während wir spielen. Ich schneide immer mal hier so rein, zeige euch was. Oder mache ein kurzes Voice-Over und erzähle euch dann, was da gerade so abgeht. Macht das so während der ersten Partie immer mal wieder, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was da überhaupt passiert. Wie ihr merkt, es wird sehr, sehr, sehr viel gelacht werden während der Partie. Danach zeige ich euch dann nochmal eine zweite Partie, quasi uncut, also ohne Kommentare, weil dann solltet ihr eigentlich schon verstehen, was da passiert. Und danach, das Video ist wieder ein bisschen länger geworden, habe ich noch die dritte Partie oder die dritte Runde reingenommen, wobei das, glaube ich, die vierte oder fünfte Runde war. Und guckt euch die auf jeden Fall an. Da seht ihr schon mal gleich, was passieren kann bei diesem Spiel. Das ist wirklich eine epische Runde, die mir auch den Sieg gebracht hat, wo wir danach noch ein paar Runden mehr gespielt haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum Fazit wieder. Jetzt fangen wir einfach mal an mit Tiefe Taschen. Viel Spaß. Wer ist jetzt Präsident? Corinna. Corinna. Ich bin immer noch Präsident. Ich bin immer weiter, bis wir dich abnehmen. Schön. So. Ja, jetzt. Benni ist jetzt schon okay, mit dir zufrieden. So, wir spielen zu sechs. Corinna ist der erste Präsident und sie hat einmal aus der Staatskasse jetzt Geld bekommen. Und zwar kriegt sie immer so viele Geldscheine, wie Spieler teilnehmen. Und in der Staatskasse kann alles sein, zwischen 1 Million und 5 Millionen. Als Präsident muss sie dieses Geld jetzt an die Spieler verteilen. Aber sie kann das verteilen, wie sie möchte. Sie kann einem Spieler alles geben, auch sich selbst. Sie kann das gleichmäßig verteilen oder nur 3 Leuten oder 4 Leuten was geben und 2 nichts. Da hat sie jetzt die absolut freie Wahl. Da können wir sie auch schon versuchen zu beeinflussen. Und die Phase findet jetzt gerade statt. Nein, das nicht mehr aus, ich habe sie sortiert. Nee, ist noch nicht. Ach so, schade. Aber wir können ja gleich drüber reden. Ja. Einfach mal pauschal für nein. Ich bin dagegen, egal was. Okay. Du kannst aber auch Benni wirklich den gelben geben. Ich glaube, dann wird der Hand zahm. Meinst du? Der will nur springen. Also ich würde ihn auch nehmen. Ich würde ihn auch nehmen. Ihr seid alle so großzügig. Du kannst ja. Ich bin ja vorher leer ausgegangen. Ich war bisher voll auf deiner Seite. 4-4-3. Das ist korrekt, ne? Wir haben gerade gut zusammengearbeitet. Also, das hat echt gut funktioniert. Ja, reiner Freundschaftsdienst. Nein, nein, das war überhaupt. Ja. Ich hatte die besseren Argumente. Eigentlich wäre es wirklich witzig, wenn du den kriegst, weil du bist nämlich diejenige, die nächstes Präsident wird. Das heißt, du hast dann wirklich ein Interesse daran, diese Agenda durchzukriegen, ne? Das wäre die Frage. Wenn du nein sagst, dann ist sie Präsident. Also der, der als erster Nein sagt, wird Nein gewinnt. Das wäre jetzt mal witzig, wer kriegt denn jetzt noch was? Im Internet habe ich eine Runde gesehen auf YouTube oder sowas, in der, da hat der letzte gesagt, das war der Einzige, der überhaupt was gelegt hat. Alle anderen würde mich mal interessieren, was passiert, die Staatskasse zu greifen oder sich zu bestellen. Oder irgendwie. Wenn man so leicht parteiisch ist. Ja, wenn man so richtig alles nur auf ganz wenige verteilt. Doch, gib noch, ja. Ja, guck mal, am Ende, weil es. Was? Was ist das denn? Und hier geht schon wieder leer aus. Schon wieder leer. Wenn über den gerade seine Strategie. 6 Mille! Das ist. Ihr habt ja auch nicht. Ihr habt gerade Geld bekommen, ne? Ein bisschen. Ja. Was ist eigentlich den mit 6 Millionen, den muss man angreifen. Der darf nicht. Diese Frechheit. Alle auch nicht. So, ich erkläre jetzt eben immer zwischendurch kurz, was passiert. Und zwar wurde jetzt dieser Marker vor mich und vor Corinna gelegt. Und am Ende der Runde hat jeder Spieler eine von diesen Karten hier gespielt. Und wer diesen Marker vor sich stehen hat, wenn dann der Spieler, dem der Marker gehört, so eine Ich-erpress-dich-Karte aufdeckt, dann darf der bei mir in die Kartenhand greifen und darf sich also Geld von mir ziehen. Sprich, wenn ich nur noch diese beiden Geldkarten habe, darf der halt blind irgendwas davon ziehen. Und das ist dann seins. Das hat er dann absolut sicher. Das kann man halt zum Beispiel rund machen, wo man denkt, okay, ich bekomme eh kein
Geld, dann bedrohe ich mal irgendwen, dann mache ich wenigstens noch einen Plus dabei. Das geht aber nicht immer zwingend durch. Es kann auch sein, angenommen, ich habe jetzt diesen Marker hier vor mir liegen und ich denke, okay, dieser Spieler will mich vielleicht wirklich erpressen, weil sonst bekommt er gar nichts in der Runde. Dann könnte ich so eine Karte aufdecken, dass ich einen Erpressungsversuch abwehre und wenn der Spieler, dem dieser Marker gehört, mich wirklich erpresst hat, dann darf ich mit dieser Karte bei ihm in die Tasche greifen und quasi einen Geldschein von ihm ziehen, spiele ich diese Karte und er hat zwar diesen Marker vor mich gestellt, aber nur geblufft und irgendwas anderes gemacht, dann passiert einfach gar nichts, dann ist es quasi ja einfach eine Aktion, wo ja ich sicher bin, dass mir kein Geld geklaut wird, aber ansonsten habe ich nichts davon. Das ist psychologisch ein sehr interessantes Spiel. Mich brauchst du gar nicht zum Stechen, du weißt, was meinst du, es ist auch deins. Ja, dann hol ich mir noch was. Es gehört ihm ja eh. Eben, also von der Respekt nach von Familie. Könnt ihr mal zusammenlegen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Für 6 Mille mit Nein-Stimmen, das ist aber... So, jetzt mit diesem Marker hier versucht Peter mein Abstimmungsverhalten zu beeinflussen. Und zwar hat er mir jetzt diesen Marker mit dem Geldschein drunter gelegt. Den darf ich mir angucken, sehe halt, wie viel Geld da drunter ist. Die anderen Spieler brauchen das nicht sehen. Ich kann das zeigen, muss ich aber nicht. Und damit sagt Peter, Junge, wenn du mit Nein stimmst, hast du dieses Geld sicher. Habe ich mir deine Stimme gekauft, dann bekommst du das Geld. Egal, was passiert, wenn die Abstimmung nicht durchgeht, keiner bekommt Geld. Du hast dieses Geld sicher. Ich möchte halt nur, dass du mit Nein stimmst, weil ne, er bekommt ja jetzt vielleicht in dieser Runde gar nichts und will das so nicht und möchte, ne, die wissen, die beiden oder die anderen bekommen keine Mehrheit. Und deswegen sagt, okay, wenn du noch mit Nein stimmst, dann sind wir genug, dann wählen wir den Präsidenten ab. Dann gucken wir mal, wie wir das Geld neu verteilen. Das heißt, ich, um das Geld zu bekommen, muss ich am Ende, wenn ich eine Karte gespielt habe, auch wirklich diese Karte hier aufdecken und mit Nein gestimmt haben. Habe ich irgendwas anderes gemacht, zum Beispiel habe ich irgendwie versucht, eine Erpressung abzuwehren oder selbst irgendwen zu erpressen, dann bekomme ich das Geld nicht, dann bekommt Peter sein Geld wieder. Und das ist einfach Pech. Alternativ könnte er ihn auch so rum hinlegen und sagen, hey, mach alles außer mit Nein stimmen. Das heißt, wenn ich nicht diesen lege, sondern wenn ich irgendwas davon lege, dann habe ich das Geld safe. Das ist also eher was, was vielleicht der Präsident machen würde, der sagt, hey Ben, hier, guck mal, ich gebe dir ein bisschen Geld, aber das muss auf jeden Fall durchgehen. Ne? Denn das, sowas ist natürlich immer angenehmer, weil da habe ich noch viel mehr Auswahl, was ich in der Runde machen kann, erkläre ich gleich noch. Und dann hätte ich das Geld quasi safe. Aber aktuell ist der Stand so, dass Peter sagt, hey, stimme mit Nein und dann bekommst du dieses Geld. Das kann aber auch noch ändern, je nachdem, wie die Runde verläuft, was so verhandelt wird oder wie man sich bedroht oder was ich mache, kann auch sagen, nee, ich lege da noch einen anderen Schein hin oder nee, ich ziehe das zurück. Da gibt es jetzt kein festes Limit. Das wird mir ja gefährlich, denn. Also noch bin ich dafür. Genau. Hi, Olli. Was? Deppert sich? Was ist dagegen? Jetzt bin ich nur so ein bisschen dafür. Nur noch 2 Millionen dafür. Ich meine, es geht sowieso nicht durch, von daher. Aber wenn ich dann so abstimme wie gefordert, dann kriege ich das Geld trotzdem, oder? Ja. 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 Nochmal Plus. Man muss jetzt einfach nur weniger Geld kriegen, damit du Plus hast, als er da kriegt. Das ist richtig. Aber wenn das hier. Was? Habe ich zurückgezogen. Ja, ist okay. Ja, ja. Wenn ich nicht genug gestochen werde, sorry. Nein, nee, also nicht mit Nein oder nicht mit Ja. Das ist ja auch dann. Aber das verstehe ich ja nicht. Du wärst bestochen worden. Nein zu sagen. Ja. Jetzt bist du nicht mehr genug bestochen worden, um Nein zu sagen. Ach so, er kann du hättest dann Nein gesagt. Achso, ja, sein Ja. Um dich auszugleichen, jetzt verstehe ich. Solange er weniger für dich bezahlt und sie für dich bezahlt. Aber die wir können es auch nicht für Ja bezahlen. Ja. Aber da muss schon was kommen, weil. Die werden ja wahrscheinlich eh Nein legen. Oder sind die am Rumerpressen? Mal gucken. Wer erpresst hier eigentlich gerade wen? Nicht dich. Ja, ja, das ist eh. Ich
Nee, warte. Ich meine schon hier. Nicht so offensichtlich machen, was du so gerade tust. Wir hatten noch keinen. Die Damen brauchen noch Entscheidung. Ich weiß nicht. Boah, ich bin so schlecht in meinem Spiel. Ich auch, aber ich find's lustig. Ich bin voll gut, ey. Ich weiß auch nicht, ob man darin wirklich gut sein kann, das ist auf jeden Fall lustig. Ja, ich glaube, ich habe das total Mist gemacht, aber egal. Haben alle? Haben alle? Mhm. Alle fertig? Zufrieden? Mhm. Gut, dann fängt Präsident fängt an. So, jetzt haben alle ihre Wahl getroffen, alle eine Karte ausgespielt, das heißt, die Verhandlungsphase ist beendet und jetzt deckt einfach der Präsident zuerst seine Karte auf, dann reihum alle anderen Spieler und dann werden die Ergebnisse einfach abgehandelt. Mehr dazu gleich. Ich verhindere meine Erpressung. Ich dachte mir, diesmal hast du richtig gegriffen. Mhm. Mich? Wo? Mhm. Schön. Ja, ich bin mit Nein. So, Peter hat jetzt mit Nein gestimmt und aktuell gibt es nur eine einzige Nein-Stimme und noch keine Stimme dafür. Corinna hat mit Erpressung abwehren gestimmt, beziehungsweise die Karte hingelegt. Tabea hat Erpressen ausgelegt. Das heißt, aktuell ist Nein die einzige Ja-Nein-Stimme und damit ist das aktuell abgelehnt. Es muss eine Mehrheit gegen den Präsidenten geben, dann schaltet der Präsident aus. Das Geld wird vom Ersten, der mit Nein gestimmt hat, neu verteilt. Das wäre in dem Fall Peter. Und so ist der aktuelle Stand. Jetzt decken aber noch mehr Leute Karten auf. Bei Ja. Und zwar ist jetzt genau das passiert. Marcel hat Ja aufgedeckt. Das heißt, damit gibt es aktuell eine Nein- und eine Ja-Stimme. Damit ist ein Patt. Es gibt keine Mehrheit gegen den Präsidenten. Also würde das Voting, also die Geldverteilung, so wie sie aktuell liegt, angenommen werden. Jetzt kommt es eben noch auf Floppy und mich an. Aber was auch noch wichtig ist, Marcel wurde ja bestochen. Er hat so einen gelben Marker vor sich liegen mit so einem Ja drauf und mit einem Geldschein drunter. Das heißt, dadurch, dass er jetzt mit Ja gestimmt hat, hat er diesen Geldschein sicher, kann den sich also einsacken. Du bist für Ja? Nehme ich den. Ich weiß nicht, ob ich den, für Nein. den mitziehst. Das ist wieder spannend. Wir haben zweimal Nein und einmal Ja. Also kommt jetzt alles auf mich an. Je nachdem, was ich aufdecke, schaltet Corinna raus und die Gelder werden neu verteilt. Also nur aus der aktuellen Verteilungsrunde, bis die Gelder einmal verteilt wurden. Oder jeder bekommt das, was ihm zugeteilt wurde. Ja. Dann kriege ich mein Geld wieder. So, ich habe mit Ja gestimmt, das heißt, die Abstimmung geht durch, wir haben 2-2, wir haben keine Mehrheit gegen den Präsidenten, also bekommen wir jetzt das Geld, das vor uns liegt. Ich habe nicht so gestimmt, wie Peter wollte, also der schwarze Marker vor mir, also bekommt Peter das Geld, das er mir so zur Bestechung angeboten hat, wieder zurück. Ist es jetzt durchgegangen? Ist durchgegangen. Ja, ist durchgegangen. Hab ich doch, es geht komplett leer aus, ihr wollt mich mal verarschen. Oh, mir gefällt, was ich hier sehe. Ich dachte einfach, das wäre lustig. Alles und ich wollte in die Staatskasse greifen. Ich dachte, als Letzter kann das nicht gut gehen, aber... Nee, aber ich glaube, das ist gar nicht... So, und jetzt zieht da oben ja gerade Tabea aus Marcells Geldkarten eine. Sie hatte ja die Ich-erpress-dich-Karte gespielt. Sie hatte ihren Erpressungsmarker vor Marcel liegen. Das heißt, er war gewarnt. Er hätte das abwehren können mit einer Karte, hat aber nicht getan. Also darf Tabea jetzt bei ihm in die Tasche greifen und eine Geldkarte rausziehen. Hätte er die andere Karte gespielt mit dem durchgerissenen Brief, dass er die Erpressung abwehrt und Tabea hätte auch ihre Karte so gespielt, wie sie gespielt hätte, dann wäre der umgekehrte Fall eingetreten, hätte Marcel bei Tabea in die Tasche greifen dürfen. Ich kann nicht gegangen, dass er eine 6 Millionen nicht kriegt, dann hat 6 Millionen rausgezogen. Ja. Oh, jetzt... Oder wäre nochmal neu verteilt worden, oder? Nächste Runde, ich hätte das Geld trotzdem sicher gehabt. Du hättest ja diesmal vielleicht 6 Millionen gekriegt. Und du hättest Marcel deine, was auch immer, schon gegeben gehabt, der hätte ja behalten. Richtig. Er hat ja mit dir gestimmt. Was hätte ich ihm gegeben? Ich glaube genug. So, was ist das denn? Dann hat sich doch. Nee. Hier, was bin ich schon wieder? Ist ja durchgegangen. Oh. Durchgegangen. Du bist Präsident. Nein, ist durchgegangen. Achso, wenn es durchgeblattet, der Präsident ja. Präsident. Ach, da bleibt immer. War ja letzte Runde auch schon so. Mhm. Ja. Ich habe das irgendwie. Corinna ist doch. Ach so. Wir haben mich abgewählt. Ich bin Laura Ross. Den, der das dicke Geld rausgehauen hat.
Na, tust doch jetzt auch. Und du hast jetzt 6 gemacht. Also ich weiß nicht, Leute, das wird spannend. Ich finde, dass ich jetzt mal unkommentiert durchlaufen. Ich denke, ich habe alles erklärt, was ihr braucht, um zu verstehen, was da am Tisch passiert. Wenn es doch noch irgendwas gibt, was irgendwie neu ist, dann ne, schalte ich mich nochmal kurz ein. Aber jetzt könnt ihr immer so ungeschnitten sehen, was so zwischen den Spielern vorgeht. Versteht genau die Marker. Man sieht vielleicht nicht alles so 100% perfekt, aber so, ich glaube, die Atmosphäre und Dynamik kommt rüber. Man braucht für dieses Spiel definitiv die richtige Gruppe, damit das zündet. Man braucht auch genug Spieler. Also mit 4 macht das, glaube ich, keinen Sinn. Aber dazu dann gleich im Fazit mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit der folgenden Runde. Wir haben noch mehr Runden gespielt. Wenn euch die ganze Partie interessiert, dann guckt auf meinen anderen Kanal, Brettspielblog Live, und da könnt ihr dann das Let's Play gucken, wo wir wirklich, wo die ganze Partie, die ungefähr so bei uns eine Stunde gedauert hat, das dauert, glaube ich, dann, wenn man es kann, auch nicht ganz so lange mehr. Aber das könnt ihr euch da eben angucken. Und jetzt viel Spaß. Oh, das sieht interessant aus. Also ich brauche nichts. Ich krieg eh nichts. Also ich bin sowas. Ich bin gerade komplett leer ausgegangen, als Einziger. Also ich würde noch was. Nee, ich bin auch leer ausgegangen. Auch leer ausgegangen? Ja, ja. Okay. Ich bin auch leer ausgegangen, muss ich sagen. Nee, bist du nicht. Doch, bin ich. Doch, deine war nicht bin ich. Ich bin leer ausgegangen. Ich habe ihn aber erpresst. Ich bin leer ausgegangen. Glaub mir. Ich bin leer ausgegangen. Ich bekomme was verloren. Vielleicht ist er leer ausgegangen. Ich bin vielleicht nicht noch leer als du ausgegangen. Das könnte sein, dass er am allerleersten ausgegangen ist. Oder wie Schäuble sagen würde, schwarze Null. Schwarz. Nee, bei uns beiden ist sie nur schwarz. Also, okay, also ich bräuchte wirklich ein bisschen Geld. Ich nehme auch keine Scheine. Also ich habe keine kleinen, das ist das Problem. Okay, wir haben hier insgesamt. Ich bin wirklich arm, wenn du gewinnen willst, so wie ich deinen Stapel da sehe, dann gib mir. Dann hast du einen Unterstützer. Ach so. Also. Nächste Runde. Jetzt ernsthaft, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du Unterstützung brauchst, sehr gut. Meine Unterstützung ist gerade billig. Werbehure. Das Problem ist, du lässt dich vielleicht leicht bestechen. Was anderes. Lass dich auch dann leicht beklauen, scheinbar. Ich war so einfach. Ach, stimmt, man hat den Geldschein gesehen, wie er aus der Hosentasche rauskommt. Das hat bei dir so eine gewisse Tradition, ne? Ja, leider. Irgendwie bei mir nehmen sie immer, deswegen, ich habe nicht so viel. Wenn du es mir gibst, ist es keine Gefahr für deinen Spielsieg. Wissen wir mal, dass die Spielschachtel? Das ist hier die Karten nicht wert, auf denen es drauf steht. Das bedeutet nicht, dass ich wirklich alles. Mal 6. Ich möchte das mal ausprobieren, was jetzt passiert. Drei Leuten 6 geben, Mensch. Ja. Also meine Stimme hast du. Meine noch nicht. Meine hast du auch noch nicht. Danke. Na, wer war jetzt gewählt? Ich habe noch nie Peter Geld gegeben. Peter kriegt eigentlich mal Geld von mir. Das wäre auf jeden Fall so. Woher der Stimmungswandel? Es hat doch bisher immer geklappt ohne Peter. Oder? Bist Peter, du einfach mal schlecht? Möchtest du nicht? Ben braucht 6, das ist klar. Stimmt. Der hat ja seinen sehr teuren Lifestyle. Der kauft dir noch eine Stimme dazu. Ich will aber auch was. Ja, nimm dir 3 oder 4. Sei zufrieden, weißt du? Marcel, ich krieg immer einen Tipp, mehr reden. Also ich rede immer gut, ich hab da Erfahrungswert. Das ist wie bei Werwolf. Und wir lünchen erst noch 2. Niemals, never ever. Okay, wir machen das mal so. Oh, ich krieg was. Wow. Ich hoffe, dass das durchgeht. Das war eine neue Variante. Du hättest mal sagen sollen, dass du nicht so billig bist. Also ich glaube, wenn wir Corona abheben, bleibt dann mehr für uns alle über, oder? Ja, das stimmt. Ich finde das gut. So. Aber ich bin käuflich. Ich bin käuflich. Ja, ist das nicht. Also Marcel, das ist ja wohl nicht. Das ist, glaube ich, keine faire Verteilung. Aber für dich, du bist ja. Nee, das ist Peters Geld. Ah, das ist Peters Geld? Ja. Peter hat so traurig geguckt. Ja. Nice Talent to have, traurig gucken. Probier mal. Ja. Und warum? Aus Tradition. Ich wollte dir ja 6 geben, aber du musstest ja dafür plädieren, dass ich weniger kriege. Jetzt hast du dir auch weniger gegeben. 6, 5, 4. Ja. Nicht ja. Das ist schon. Da muss man auch nicht so viel zahlen, weißt du? Weil das ist so. Nein. Ja, ich will nicht Nein legen.
Was willst du? Ich will nicht Leiner hinlegen. Sie muss jemand anders für mich dann. Damit du dich präsent wirst. Mhm. Nee, du musst doch Nein legen, wenn du Präsident sein willst. Ja. Ich will aber nicht Präsident sein. Ich will auch nicht Präsident sein. Deswegen muss ich meine Nein-Stimme an jemanden verkaufen. Verkaufen. Also, ich verstehe. Meinst du? Aber ich würde das ja mal übernehmen, aber... Also Leute, hier liegt... Ich, wenn ich mit Ja stimme, komme ich immer noch auf plus minus null. Da geht noch was. Das, die schwarze Wette haben, ja, dass sie nicht mehr Geld das könnte. Das kann man steigern. No, noch ja, habe ich. Ja, aber wenn du auf plus minus null, also ich weiß, was ich drunter gelegt habe, muss man nicht haben, wenn es auf plus minus null dann rauskommt. Vielleicht läuft man es ja auch. Also ich leg. Aber ich bin das hier und du greifst einfach in die Tasse. Frechheit. Hä, wer war denn hier frech? Das sind nur drei Mittel. Oh. Da können wir nochmal diskutieren. Vielleicht komme ich aber besser, wenn ich doch was bei Corona klaue, weißt du? Dann kriege ich Bennys und Corinas. Zum Beispiel. Ich mache das so. Was die Fehler macht. Zeig uns das mal. Erstmal angucken, bevor wir. Dann macht man das so. Oh! Ja, wie gibst du von deinen drei ab? Da ist er. Oh, ist sechs. Abgeben. Sechs. Ja. Hm. Also ich bin zufrieden. Mhm. Brot und Spiele da drüben. Das ist jetzt interessant. Kannst du auch runtergucken. Er holt sich's wieder, weißt du? Hä? Mit der rechten gibt er dir was und mit der linken zieht er dir aus der Hosentasche raus. Gut, ich bin zufrieden. Will noch jemand irgendwas ändern? Ich überlege noch. Lass mal. Ich lass den mal hier. Wollen Sie auch da lassen? Nee, lass ihn zu Ben. Ich stelle wieder zu Ben. Warum? Weil ich es kann. Okay. Gut. Corinna hat noch nichts zu dir. Oh ja, ich lege noch was. Ich glaub, du kannst nicht Nein legen. Das stimmt, das kann ich nicht. Alle fertig? Mhm. Dann kann Corinna wieder anfangen. Ja, ich will nicht mehr anfangen. Na, dann kannst du das Geld nehmen. Ich pack meine Straße. Ich habe überlegt, ob ich das auch mache. Und hast du gemacht? Ich habe natürlich Nein gemacht. Ich krieg meine beiden hier. Ich bin hier, ja. Und Ben? Oh, jetzt Spannung, echt? Nee. Nee, das ist keine. Letzte Runde wär's durchgegangen, aber diesmal nicht. Ja. Hätte ich mir auch nicht kassiert. Dann. Und ich bin auch. Gerne. Aber dann kriegst du jetzt das Bestechen. Oh, das hat dir jetzt wirklich gelohnt. Oh, stopp. Du hast das Bestechungsgeld und das Geld, was dir zugeteilt wurde. Ja. Also aber trotzdem, ich glaube insgesamt, er hat mehr gemacht. Also, oder ja, ähnlich. Weiß ich noch nicht. Glaube ich nicht. Ach, ich brauche noch diese Kasse. So. Corinna fängt an. Das wäre gar nicht nötig gewesen, sich abzuwenden. Hättest du auch in die Staatskasse greifen können. Wieder. Schon wieder schöne Verteilung. Wenn du in die Staatskasse gegriffen hättest, das wäre dann, das hättest du am meisten gemacht. Aber die Coronis musst du erstmal haben. Das muss man haben. Aber in der Zwischenzeit, also du tust schon so viel und wirst nicht abgewählt. Ich glaube, du könntest mit beiden Händen in die Staatskasse. Ich habe auch gedacht, letzte Woche, oh, jetzt schaffe ich nochmal, wenn ich nicht Präsident, ey. Achso, du willst nicht Präsident werden, aber dann musst du. So. Das ist ja ein Handel. Das war erledigt. Wenn du noch irgendeinen Kredit davon hast. So, ich nehme was. So. Wer will? Ich? Nimm immer. Ja, ich würde auch gerne was nehmen. Was? So ein Grüner? Okay, wenn es Grün ist schon sexy. Peter hat schon so oft reingegriffen, der weiß. Ich nehme auch beide Grüne. Also ich nehme auf jeden Fall auch Geld. Ich habe echt nicht viel hier. Du hast schon mehr Kampf als ich. Ja, aber es ist nicht viel. Ja, das ist nicht komplementär. Die beiden, die eben nichts gekriegt haben, kriegen jetzt. Das ist eine gute Idee. Das finde ich jetzt gar nicht so gut. Und das gefällt mir. Ich habe gehört, bei Marcel wird es was zu holen geben. Das war lustig. Ja. Hat letzte Runde alles behalten, glaube ich. Ne? Aha, aha. Ich krieg nichts und trotzdem in die Tasche greifen. Ne? Das ist richtig so. Für die Frechheit.
Meinst du? Sollten wir wieder machen. Mhm. Mal da drüben vorbeischauen. Ja, klasse. Dann kann ich diesmal. Mhm. Habe ich denn lange nicht. Da liegt Karte, die Elite Staatsklasse greift. Welche sonst? So. Jetzt wird es interessant. Ich kann solche Spiele noch nicht. Mach mal so. Ich weiß nicht, ob man die können kann. Also, ich bin auf jeden Fall der erfolgreichste Politiker aller Zeiten. Ich glaube, wenn du Menschen gut lesen kannst, dann kann man die wahrscheinlich schon ganz gut. Also Marcel, das ist ja süß, ne? Du bist ja in der nächsten Partei schon auch wieder drin. Aber... Es ist ja jetzt, es ist ja so ein Vorab. Du bist ja dann vielleicht sogar Präsident. Ja, das will ich ja nicht sagen. Ja, ich würde auch gerade sagen, das ist richtig attraktiv für dich, mit Nein zu stimmen. Bist du nicht Präsident? Ihr seid echt putzig, ne? Mhm. Beide. Lass uns mal überdenken hier. Zuckersüß putzig seid ihr. Dann denke ich, wir alle mehr Geld als ich. Ja, ihr Wunderspiel ist auch wirklich sehr witzig. Ich bin überrascht, dass das für die auch so witzig ist. Weil wir ich sehen das uns Gefühl, ja nicht, ne? Ja, und wir sind ja die meiste Zeit nur irgendwie in irgendwelchen Blödsinn am Quatschen. Ja, aber das steckt, glaube ich, an. Besser? Corinna überlegt, ob sie die Staatsklasse greifen. Das ist halt auch verlockend, ne? Ja. Liegt der vor mir oder liegt der vor Tabea? Vor dir. Okay. Okay, haben wir da? Ich habe ja schon Geld bekommen. Will noch irgendwer irgendwas machen? Ich nicht. Dann, hey Geist. Los. Ich verteidige mich wieder. Ich will hier einfach weg. Ich will nichts entscheiden. Ich stimme mit Nein. Dann. Du kriegst den, ne? Mhm. Ich stimme mit Nein. Kann ich den. Ich greife rein. Nee. Ich greife bei dir rein. Das ist ja eigentlich echt schon ein bisschen fies jetzt. Ne? Aber ich krieg meine wieder zurück. Ach, dich habe ich bestochen. Ja, ah, okay. Ja, ich kriegst du nicht zurück. Dann kriegst du bei Marcel was. So, und dann kommt das ganze Geld, das kommt das ganze Geld zu mir und ich verteile neu. Das ist genau. Hier durchgegangen. Das kommt alles jetzt zu Tabea. Nein, das ist nicht durchgegangen. Das kommt alles zu mir. Peter ist Präsident. Ja. Er hat als erstes mit Nein gestochen. Ja, erstmal kommt das Geld von Marcel zu mir. Stimmt. So, schön. Verdeckt kann man sie nicht verteilen, ne? Verdeckt kann man die nicht verteilen, nein. Ne? Nein, nein. Ja, außer schöner. Mir kriegen jetzt Geld. Ach, da schwinge ich den Fein raus. Jawohl. Was ist denn? Aha, aha, aha. Oh, das ist gut. Ich bin voll dafür. Das ist total diskriminiert auf die ja. Ja, und zack. Das heißt, der Frauenfall, guck mal, ich habe noch 2 Geldscheine. Eben. Vielleicht sollte man mit dir pressen. Hast du hohe? Guck mal, was Corinna da liegen hat. Corinna hat da einen. Und Peter hat auch einen. Schon alles einsam. Weißt du, Peter versucht unterm Radar. So schön. Peter greift die ganze Zeit in die Staatskasse. Ja, das glaube ich auch. Stimmt, dann gibt was zu holen, ne? Oh, den, das ist deiner. Ach ja, nee, du ganz hast genau. Ich dachte, er war vielleicht auch. Ganz genau. Das ist du ab. Willst bei mir also was holen. Da er gibt das ganz so flach, wie bei der hat mir auch gerade einen angelegt. Ich krieg nur 3.000, er 5.000. Da gibt's schon mit Millionen, bitte. 5.000 Millionen. Ja, siehst du kriegst nämlich nur 3. Das ist doch eigentlich ist doch nicht fair, oder? Nee. Aber je weniger im Pott sind, umso mehr Geld können wir raushauen, ne? Ja, ganz klar. Wer kriegt denn jetzt keinen? Corinna ist raus, oder? Ja, Corinna ist die Mädels. Stimmt. Ja. Ach so. Corinna ist ganz raus, ja, dann. Ja. Er darf gar nicht spielen, ne? Ja. Der bleibt da liegen. Ach, Corinna ist raus. Ja, Corinna ist raus. Stimmt. Achso, du hast meine, das ist okay. Ich habe nur Spaß, ich diese Stimme. Wir sind ja einer weniger. Ja. Das wird ja noch besser. Das ist natürlich jetzt, da habe ich jetzt natürlich wenig. Wir haben uns geschrieben, jetzt wissen wir, warum Schäuble nicht aufhören will. So stellen wir das in Berlin kommunistisch auf. Was ist jetzt passiert? Noch gar nichts. Noch gar nichts. Also, ich bedrohe Peter ein bisschen. Was sagst du denn zu meinem Angebot?
Marcel. Ah. Ich glaube, Kasse greifen soll. Das ist nie verkehrt. Du darfst nicht mit Nein stimmen. Peter darf nicht mit Nein stimmen. Das ist, macht ja. Gut, wenn du Flugzeug hast. Wenn du Flugzeug hast, ist das kein WLAN aktiv. Doch. Kannst du wieder anmachen. Kannst du wieder anmachen? Ja. Da. Klar, wenn du Flugmodus anschaust, ist WLAN bei dir. Ja, ja, klar. Ja, aber du kannst zum Flugmodus WLAN dazu schalten. Dann wählt er sich trotzdem nicht ins Netz ein. Also, Leute, sind wir einfach dafür? Alle? Ey, also ich bin zufrieden mit dem, was da so ist. Ja, ich finde das voll. Ich glaube, mehr kann ich nicht rausholen. Gut. Peter greift die Finanzkasse? Eben, genau. Also, das greifen, ja klar. Na klar. Ich sag nein. Ich greife bei Marcel rein. Ich schon mal bei Peter. Ich sage nein. Du sagst auch, naja, den kriegen wir. Ah, nee, den kriegen wir. Nee, ich hätte gerne die anderen. Dann ist jetzt Peter raus und Corinna wieder drin, oder? Nein. Ah, bei dem Pott. Ah, den teilt jetzt Pott durch vier. Das lohnt sich dann nicht irgendwann, ne? Ich würde sagen, es hat sich ziemlich gelohnt, dass du nicht mit Nein gestimmt hast und nicht Präsident werden musstest. Was hast du denn jetzt gestimmt? Das wurde jetzt abgelehnt, oder? Ich habe auch Nein gestimmt. Wurde abgelehnt, aber ja. Du hast erster Nein gestimmt. Spielen wir als nächstes Secret das heißt, Trump? Ja, du bist Präsident. Präsident. Jetzt nehmen wir mal ein Bedrohungsmännchen wieder. Oh, warte, spielen wir als nächstes Secret Trump? Ich bin Präsident. Viel Spaß, das ist richtig guter Sache. So. Wer ist denn mit mir? Hier. Ich bin noch im Boot. Glaubst du, hat sich Trump auch gefühlt, so wie immer, das toll. Ist mein Jahresetat. Geil, ja, du hast gerade bei mir reingegriffen, ne? Ja, natürlich. Ich war sehr, also, ne? Ich hab dich bisher immer gut gestochen. Also, du darfst dir auch natürlich selber was, aber, ne, ich war... Du darfst dir auch selbst was geben. Aber nicht als Präsident. Ich habe mich so nee. Auch gefühlt, als du sagst. Meine Spende so. In deine Parteikasse letzte Runde war nicht so schlecht, ne? Und der Bär ist schon gut drin. Achso, ich bedrohe dich gleich jetzt. Das Problem ist, wenn ich abgewählt werde, dann sehe ich von dem Geld gar nichts. Das ist auch traurig. Das ist nicht zu wenig. High Risk, High Reward. Frag mal Peter und mich, wir wissen auch, wie das ist, das Geld nicht zu sehen. Ich meine, je mehr Leute raus sind, umso mehr Geld gibt es, aber umso höher ist die Chance. Eben. Auszufliegen. Und das hat richtig viel Asche. Also. 5. Vielen Dank. 5. Und du hast mich angegriffen. Für mich auch 5. Ja, komm, noch ein Bier hinterher und dann stimmen wir zu. Ganz einfach. Ich glaube, ich muss mal bestechen. Ich glaube, ich stehe hier nochmal einen hin. Um dann anzuzeigen, ab wann du bestochen bist, weil dann bist du dem unauffällig wieder weg. Und danach teilen wir fürstlich unter 3. Ist noch ein Geldschein über? Ich habe noch einen Geldschein über, ja. Es ist wirklich gut für euch, das jetzt anzunehmen. Aber wenn ihr das annehmt, seid ihr danach noch weiter in der Runde und du bist Präsident. Richtig. Also für dich ist es sehr sinnvoll, das anzunehmen. Einen von euch wird auch ausboten. Die Chance, ausgebotet zu werden, ist 50-50 für euch. Ich teile immer brüderlich. Alles so mich, ich sag's nur, die Chance halt ausgebotet zu werden ist 50-50. Also du kannst auch dann noch lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, yeah, aber warum greifen 2 in meine Tasche, wenn ich bloß noch einen Geldschein habe? Kannst du mal sehen. Das lohnt sich nicht. Wir sind nicht zwingend schlau. Wer davon zuerst? Bitte? Wer davon zuerst? Wahrscheinlich der Wenn der zuerst Warte. Dran ist, wer zuerst. Dann dran. Muss ich leider dahin. Ben, muss ich ja hier nochmal... Jetzt werde ich ja auch bedroht. Deswegen gibt es bei dir ich kann dich nicht bedrohen, das geht nicht, weil das man sich abschrecken kann, wie man ausraubt. Ich gehe wieder zu Marcel. Ja, macht Sinn, der hat ja nichts zu geben. Okay, also ich habe schon. Ja. Wenn deine Parteizentrale auch eine Drehtür-Schutzkammer eingebaut hat. Ich will bei dir rein. Denke ich. Dann greife ich mal die Staatskasse. Ich habe nicht Ja gesagt. Richtig? Die einzige. Dann ist abgelehnt. Ja. Oha. Ja.
Mach's doch besser. Hi Marcel. Schön, euch zu sehen. Aber ich habe meinen Schnitt gemacht, würde ich dir mal sagen. So, da Ben nein gestimmt hat, Tabea. Ich habe meinen nicht, Schnitt gemacht. Ich war gemacht. Du hast, total du hast linientreu. Also Peter, ich glaube, Englisch geht mit normal, also Blumenhelm geht mit normalem Schulenglisch, oder? Ach, war 8. Ja. Und da du schon so einen Stapel hast, ich nur eine, nämlich 9. Und ich? Das finde ich, Das habe ich, was habe ich gesagt? Er hat nicht mit Nein gestimmt. Er hat sich von mir nicht verstecken lassen. Mit Ja stimmen sollen, dann wäre das diese Problematik nicht aufgetreten. Du hättest noch 6.000 mehr gehabt. Aber das muss jetzt durchgehen, ne? Passt jetzt gut. Bei 3 Leuten geht das so durch, oder? Ja, komisch für mich. Ja, es sei denn, was machst du kannst denn? Zumindest, du kannst zumindest bei jemandem reinlangen noch. Ja, oder den Staatskasse greifen. Ich frage, was lukrativer ist, ne? Ja, komm nicht. Oder Tabea langt irgendwo rein, du greifst in die Staatskasse und er wehrt sich ab, weil er denkt, na besser. Oder du sagst nein als Einziger, das wäre natürlich auch. Zu zweit teilt sich das auch noch sehr. Also als Präsident greifen auf jeden Fall in die Staatskasse, oder? Sollte man. Obwohl eigentlich. In dem Fall wahrscheinlich nicht, also kann ich das machen. Ich habe nicht in die Staatskasse gegriffen, ich habe in seine gegriffen. Und da hast du gut reingegriffen. Oh ja. Oh ja, das war der dicke Schein. Es tut mir auch leid, aber du hast auch schon mal bei mir eingegriffen. Ja, aber nicht so dick. Nee, aber das ist ja, das war ja mein Glück nur. Das war ein ganz schön dicken Stapel, ne? Wie viel gibt's denn da? Boah, das ist schlimm. Der Stapel ist richtig gemacht. Dick. Ja. Tja, also schön die Zielscheibe. Deswegen Kuder. Du kannst zumindest einmal bei ihm klauen oder bei ihr klauen. Komm, ich kann deinen Schnitt noch verbessern. Oh ja, oh ja. Weil wenn du jetzt nein stimmst, dann einigst du dich mit genauso viel Geld. Mit Benjamin. Das stimmt. Aber er reicht mir wahrscheinlich gleich noch. Gleichzeitig noch. Und er kann nicht ablehnen. Hm? Er kann nicht ablehnen. Und er ja tippen und du kannst entweder die Staatskasse greifen oder du könntest natürlich doch dasselbe Argument, was gerade bei mir galt. Es teilt sich ja durch weniger viel besser. Das ist jetzt immer noch. Es ist ja jetzt auch durch 2 geteilt, ne? Eben. Ja, aber jetzt kriegst du mehr raus. Benjamin probiert ein bisschen reinzukommen. Das ist alles gefällt. Darf ich auch noch was geben? Darf ich noch einen Schein hinlegen? Ja. Okay. Du hast ja noch andere Scheine. Aber du darfst nicht all dein Geld natürlich. Also ich meine, du musst jetzt auch nicht kein Kingmaker sein. Wir haben ja noch ein paar Runden. Ja? Hm. Ich weiß nicht, wie viele Runden. Doch, doch. Ja? Oh, siehst du das jetzt so? Ihr müsst auch beide Nein tippen, ne? Lohnt sich für dich, Nein zu tippen. Ich greife dich in die Taschen. Ist es deiner? Ja. Mhm. Ja, komm, hier. So, damit du auch sicher bist. Du kannst ihn auch bei dir halten. Also. Nee, ich will ein bisschen bedrohen. Ja, aber du sagst jetzt eh Nein. Nee. Nein, nein. Ja! Sehr gut. Aber oh, ich hasse es, an meinen Rücken zu fallen. Was Geld gemacht? Dafür machst du aber sehr gerne. Nee, ich mach's anscheinend sehr gut, aber auch. Wo ist der L-Präsident? Das ist der. Ne? So, jetzt legst du alles bei dir hin. Genau, stimmt ja, oder? Du musst. Ja, und du hast das. Ja, ist doch gut. Aber sie zieht dir natürlich. Trotzdem. Du hast ja gerade eben 5.000 gemacht. Und jetzt nee, hab ich nicht. Ich habe mir keine 5 gemacht. Jetzt kriegst du gar nichts. Aber na und? Trotzdem kannst du ihm ja jetzt was wegnehmen. Und das er muss jetzt mit natürlich Ja nicht stimmen. Ich gedacht, dass wenn du jetzt mit Ja stimmst, das nichts bringt, was ich mache. Richtig. Das weiß er natürlich, deswegen stimmt er nicht mit Ja. Im Greifen die Staatskasse. Greifen die Staatskasse, das ist die Runde deines Lebens. Wisst ihr was? Und den musst du noch, du musst den Bedrohungsmarker auf ihn legen. Oh, was dann? Und du musst den Bedrohungsmarker zu ihm legen, alleine schon aus Prinzip. Aber dann ist Nein, oder? So, bei 0 ist. Bei 0 ist. Ja. Ja? Gleichstand. Okay. Gleichstand genau. Ist. Deswegen. Komm, ich spiele das Spiel ja nicht, um hier die Langweile gespielt zu gehen. Was auch immer. Aber wenn er Ja legt, dann. Wenn er Ja legt, dann ist all sein Geld, ja. Die Frage ist, worauf er jetzt pokert. Ob du Nein legst oder ob er darauf pokert, dass du eh nicht.
Wenn nein, du nichts. Nein legst, er könnte die Staatskasse greifen. Du kannst jetzt auch Ringe stechen, dass er nicht Ja sagt. Ich hau mit einer Million. Ja, aber wenn er dann nicht Ja sagt, dann ist der Batzen leer. Aber danach sehe ich auch nicht mehr so viel. Fünf, nee, 10, weil wenn ich Nein sage 15, und er sagt nicht 17. Ja, dann kriege ich alles. 14, ey, shit. Wenn er jetzt aber Ja sagt, das ist mehr, als ich insgesamt habe. Ja. Hier ist es ja kein Wunder. Wir haben das Spiel noch nicht verstanden. Nein, ich habe ja gerade voll. Jetzt fällt mir auf, dass das total dumm war, jetzt ja, ohne Nein zu stimmen. Du hast doch deine 4 hast du gekriegt. Jetzt kannst du bei ihm ja nochmal reingreifen für. Trotzdem hatte ich davor 6 hier liegen. Also. Macht man das? Nee, das sind aber auf Benjamin machst du dann trotzdem, glaube ich, mehr, weil du kriegst ja das, was du eben abziehst, das ist ja doppelt für dich praktisch. So gesehen. Vorher hätte das ja auch auf Benjamin. Jetzt, ja, genau. Und du könntest, er kriegt jetzt. Und er kriegt jetzt. 17. Moment. 17. Er kriegt jetzt 17. Dann muss ich nochmal überdenken. Er kriegt jetzt 17. Du hast vorher 4, ne? Also steht es 4 zu 17. Und wenn du ihm jetzt noch, sagen wir mal, im Schnitt 3 abziehst, ist dann der Unterschied 6. Du kannst dann bei ihm 3 weniger, bei dir 3 mehr. Trotzdem wärst du vorher besser dran gewesen. Mhm. Eben, also. Es war mir, ich hatte es nicht so durchdacht, dass es mit 2 doof ist. Ja, ich finde das super. Ich ziehe dir auch ständig 5er raus, das wird eine richtig gute Runde für mich. Du kannst ja probieren, wenn du Nein tippst und der irgendwas außer Ja hat, dann bist du die Königin. Aber dann kannst du nicht nochmal die Staatskasse greifen, dann ist die Runde vorbei. Guck, genau. Das nicht, dass du nochmal safe in die Staatskasse greifst. Okay. 1, 2, 1. Ja. Nein. Oh. Das war einfach zu viel. Du hast doch deine 4 gemacht. Und jetzt bin ich auch Präsident, ne? Nee. Ja. So, das war jetzt lang. Vielleicht habt ihr das Ganze geguckt oder vorgespult. Das war Tiefe Taschen. Ihr habt gemerkt, es wurde extrem viel gelacht. Wir hatten super viel Spaß. Wir waren 6 Leute. Soll auch zu 5 ganz gut sein. Geht ab 4 Leuten. Also ich glaube, je mehr Spieler, desto besser. Und normalerweise würde das Spiel gehen, es gibt hier so eine Karte Staatsbankrott. Das ist hier so eine Anzeige, wie viele Spieler, also 4, 6, 8, 5, 7. Das hält man dann so an den Stapel und tut das dann ungefähr auf der Höhe einfach in den Stapel. Und wenn die Karte dann gezogen wird, dann ist das Spiel Ende. Ich habe die Partie auch gewonnen, indem ich jemanden bestochen habe, dass der Ja sagt, auch wenn das für mich total ungünstig war. Ich habe in der Runde, glaube ich, sogar Verlust gemacht. Aber ich habe einfach gehofft, dass dann die Runde schnell zu Ende ist, sich das Geld einigermaßen gut verteilt und wir in die nächste Runde spielen und dann diese Staatsbankrottkarte aufgedeckt wird. Sobald die gezogen wird, ist das Spiel auch zu Ende. Hat geklappt, das war ein bisschen Poker, ein bisschen risky, aber ich habe es dann mit, ich weiß nicht, 18 Millionen Vorsprung oder so gewonnen. Also die Runde hat mich schon echt gut nach vorne gebracht. Und ja, ich hatte super viel Spaß. Ist natürlich nervig beim Spiel. Wenn man als Präsident ausscheidet, dann guckt man erstmal zu. Und wenn das dann so wie eben eine längere Runde ist, dann guckt man auch durchaus mal 10, 15 Minuten zu. Das kann passieren. Und es kann auch eben vorkommen, also wir hatten auch einen Spieler dabei, der hat irgendwie die letzten 4 Runden gar kein Geld mehr gemacht. Das hat sich irgendwie so ergeben. Das kann durchaus vorkommen. Aber das ist so ein bisschen wie so ein Social Deduction Spiel, wie Werwölfe zum Beispiel. Man lernt aus den vorherigen Runden, was so für Prozesse stattfinden und versucht die dann auch zu verhindern. Das heißt, die nächste Runde Tiefe Taschen in der gleichen Konstellation würde ganz anders ablaufen, weil die Leute denken, okay, wir wollen nicht zulassen, dass irgendwie am Ende nur 3 in so einer Verteilung sind. Wir müssen das irgendwie anders aushandeln und müssen zumindest vorher einen großen Vorteil rausziehen, indem wir irgendwie in die Staatskasse greifen oder irgendwie Leute erpressen. Und also da entwickelt sich wirklich so eine ganz eigene Dynamik bei dem Spiel. Und mir persönlich macht das richtig viel Spaß. Also wir haben, glaube ich, eine Stunde gebraucht für eine Partie. Und das kann man eben, denke ich, auch gut als Absacker hinterher, wenn man so irgendwie um 11 denkt, oh, so noch ein Stündchen, dann kann man auf jeden Fall nochmal gut eine Runde Tiefe Taschen spielen oder vorher, wenn man noch auf ihn wartet, zur Not kann man auch dann einfach aufhören mit dem Spiel, aber es ist schon echt so dieses sich gegenseitig bedrohen, einschüchtern und bluffen, ne, tut er das und also ich hatte eine Runde, da habe ich überlegt, als Letzter an die Staatskasse zu greifen, wie ich es ja auch einmal gezeigt habe und in der Runde, wo ich überlegt habe, das zu tun, ist nicht getan habe, hätte es geklappt, obwohl ich letzter Spieler war. Und ja, das Spiel bietet einfach viele Möglichkeiten. Das ist natürlich immer auch viel Glück dabei. Also was passiert wirklich? Wie stimmen die anderen Spieler ab? Wie viel Geld ist in der aktuellen Runde? Und wenn man selbst Präsident ist in der Runde, also erster Präsident in der Runde, wo besonders viel Geld im Umlauf ist, ist das schwer, das durchzubringen und davon überhaupt was abzubekommen. Andererseits wissen natürlich die anderen Leute auch, okay, wenn die erste Abstimmung schief geht, ist natürlich mehr Geld im Pott, also das gleiche Geld im Pott für weniger Leute, also potenziell mehr
mehr für einen selbst, aber die Chance, dass man dann auch wieder rausfliegt, weil auch die anderen Leute gierig sind, ist auch da und man will sich auch nicht selbst übervorteilen. Also ich finde es richtig gut, braucht man definitiv die richtige Gruppe für. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz, ganz viele Gruppen gibt, wo das komplett floppen wird, dieses sich bedrohen und so gar nicht mögen, die irgendwie ja diese Art von Spiel an sich nicht mögen. Also das ist ein sehr, sehr gruppenabhängiges Spiel. Kann absolut floppen oder kann absolut einschlagen. Ihr habt das ja zwischendurch gesehen, auch Marcel, wie viel Spaß der hatte. Also wir hatten alle richtig viel Spaß, auch Marcel ist auch richtig abgegangen. Ich fand es eben auch gut, weil es auch am Ende gut für mich ausgegangen ist. Aber selbst wenn ich nicht gewonnen hätte, hätte ich gesagt, okay, das Ding ist auf jeden Fall ein Highlight. Eben auch ein Spiel gut für große Gruppen. Also man kann es mit bis zu 8 Leuten spielen. Wir haben es, wie gesagt, nur in einer 6er-Runde gespielt bisher. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit noch mehr Leuten noch besser wird, weil es dann einfach ja, länger dauert, bis man wirklich aus so einer Situation kommt, wo nur noch 3 Leute da sind, wo eigentlich alles klar ist. Da versuchen vielleicht die meisten Spieler schon vorher zu verhindern, das einfach anzunehmen und sich dabei noch einen eigenen Vorteil rauszuholen. Also richtig gut. Das Einzige, was ich jetzt wieder kritisieren muss, sind natürlich die Farben. Also die beiden Farben hier jetzt, so je nach Licht, kann ich auseinanderhalten oder auch nicht, wenn der eine Marker da liegt, der andere Marker da liegt und ich nicht weiß, wer wen bedroht. Das ist schon ein bisschen nervig, auch bei den 3 Farbtönen hier. Als Farbenblinder würde ich es toll finden, wenn einfach die Standardfarben bei Spielen irgendwie schwarz, weiß, gelb und grün meinetwegen wären, weil, oder rot, weil das ja, das könnte man gut auseinanderhalten. Warum hier immer so Wischiwaschi-Farben genommen werden, keine Ahnung, finden wahrscheinlich Farbsehende gut. Aber das ist so bisher, wie ich finde, der Hauptkritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Ansonsten hat es wirklich einfach nur Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf mehr Partien. Das wird sicher noch häufiger auf den Tisch kommen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Video. Das ist, also ich glaube, bei Milan-Spiel habe ich es bestellt für 15,90 €. Also ist auch nicht wirklich teuer. Und lohnt sich auf jeden Fall, das zu holen. Wenn ihr es euch holt, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.